dies war, ich werde euch mit großer Freude zur Verfügung stehen. Die hatte, also wir hatten ein Venuflinus und ein Geronimatz. Also Geronimatz könnte noch ganz nützlich werden bei beiden von diesen Königreichen. Alle Krieger haben ihre Aufgaben, an die Aufgaben delegiert wurden, haben ihre Aktion beendet. Zunächst mal oder voranschreiten. Ja! Genau. Ja, die Linke war ja auch bald. Mehr Feuer-Pokémon vielleicht. Was hatte er noch in seinem. Hatte einen Seemops. Ich glaube, Pulverschnee könnte das sein. Also keine Pflanze. Keine Pflanze, genau. Aber andererseits, was haben wir denn sonst? Ja. Um einen Seemops möglichst zu rekrutieren. Wir haben ja auch keinen. Also, wir hätten einen Shinux, aber dann könnten wir ihn hier nicht. Das ist so okay. Und wir wollen doch bestimmt Evoli bei unserem. Dass du Oichi ihr Pummel verdienst. Ja, oder wir machen einfach das Seemops in Teil zu. Ja. Komm, schau, das wäre halt die beste. Ja. Ja. Dann würde ich hier mit dem Effekt auf der Gegner austauschen. Mhm. Das ist dazu. Oder ob wir dann hier den Ding des Geronimatz. Das Geronimatz klingt gut. Das würde ich auf jeden Fall mit trainieren dort. Ja, warte mal, oder können wir mal mit Violino noch betreten? Mal reingucken. Weil es kann auch mal passieren, dass Vincio dort auftaucht oder. Hätte ich was sagen. Nice, wollen wir? Hätte ich doch. Ja, hätte ich auch. Nehmen wir mit dem Team. Nehmen wir so dieses. Ja. Und dann in kurzer Zeit. Und das Voltilam eventuell einfach draufhauen. Da finde ich echt, man hätte es lieber mal so machen sollen, dass da nicht immer dasselbe kommt. Bei einem Charakter. Aber das wäre ja noch mehr Text geworden, wenn jeder Charakter 5 verschiedene Varianten dafür hat. Dann mehr Arbeit gewesen. Ja. So, jetzt ist es. Du hast Krass lassen. Also auf Rettern können wir schon. Ja. Aber haben wir schon noch einen Eindruck. Oh, ist zu hoch. Okay, das ist uns wohl zu hoch. Da ist eins von denen, die am weitesten laufen können. Hier. Ja, was? Ja, Evoli hat glaube ich 4 Reichweite. Pummeluff hat nur 3 und auch viele andere von denen haben plus 3. Oh, schon wieder Blender. Okay. Jetzt ist die Frage, wenn man mit
Glumanda da oben steht. Moment. Wer schläft jetzt? Rettan oder? Rettan schläft, ja. Okay, gut. Jetzt haben wir nur das Problem. Auch nicht. Okay. Gucken, ob wir auf die Pasta dann. Ja, 20 ist gut. Mal gucken, was Ruckzuck dann noch macht. Jetzt ist gut, oder? Oh. Los! Ja! Verwerfe ich vor eurem Talent. Einem Talent, welches ich selbst nicht zu besitzen scheine. Siegeseifer, du darfst nochmal! Oh, super! Ja. Nice. Oh nein! Achso, weil war ja geblendet irgendwie, ne? Ja, die würde ich jetzt gleich rüber. Ja, das ist nämlich den Flanken jetzt. Ja. Schön. Also wenn auch etwas. Aber passt schon. Ja, einfach Kollateralschaden drauf. Und dann in der nächsten. Ja. Und dann irgendwann unten die Schatzbox oder. Brauchst du die nächste? Mal gucken, wie es sich entwickelt. Ja, genau. Oh nein. Dreimal die Genauigkeit runter. Du möchtest also nicht aufwachen. Ach, aber das wollte ich am Kampf von da oben. Ja. Offenbar. So. Ja. Ausgerechnet das blöde Voltilam. Na gut, das Voltilam muss ja eh irgendwann weg. Das ist sehr gut, ja. Oh! Gut. Jetzt noch ein schöner Ruckzuck. Vielleicht. Das finde ich nicht so gut. Vielleicht ist vorher abgezogen. Weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, es war. Oder versuchen wir es nochmal. Ich kann nicht irren. Also, das ist vielleicht das. Der Lino erst wieder. Und ich soll die Kiste anziehen. Ja. Das ist auch schon. 17 war es noch. Okay. Oder du siehst noch genug genau. Ja. Stimmt, das. Das ist ja bei. Evoli vielleicht nicht ganz so. Ja. 78%, das wird jetzt. Ja, sogar ein Volltreffer. Hätte man es gewusst. Ja. Eure Macht ist überwältigend. Ich kann es nicht verheimlichen, dass ich euch nicht gewachsen bin. Oh, und du darfst nochmal. Hau drauf! In der nächsten Runde kannst du die Kiste immer noch holen, stimmt. Oh, das ist doch ja. Und dann. Ach so, nee, Scheibenkleister, das geht ja nicht da unten. Was denn? Von da unten, wenn du bei der Kiste stehst, das also, von da aus kannst du ja nicht angreifen, ja. Oh nein! Vergiftung rein, das war nicht. Wer hat das? Okay, jetzt könntest du mit dem Pummeluft erstmal anders. Schlägerei. Achso, nee, stimmt. Ja, ich dachte, jetzt könntest du ja vielleicht dann mit dem anderen dahinter gehen, aber das geht ja gar nicht. Also, da kannst du höchstens mit dem
Ja, als höchstes mit dem Commander noch. Und mit Vegima kannst du an der Seite stehen. Ja. Sehr gut. Juhu! Sehr schön. Vor allem das für ihn. Ja. Dabei wollte ich das so Stärke dafür nur austauschen bei Gelegenheit. Ein Transler. Ja, das hilft dann gut gegen die Kampffestung. Stimmt. Ich werde euch aus den Schatten heraus die. Ja, irgendwann ist das richtig krass, wenn du alle rekrutierst, die du kriegen kannst, dann hast du irgendwann echt keinen Platz mehr. Da kann es sogar passieren, dass du welche wieder entlassen musst. Also Aurora ist natürlich noch leer gerade. Ich überlege halt, was ich zusammen noch mit hier rumnehmen würde. Und warte mal, was haben wir jetzt gemacht? Das ist halt Amt, das ist das, was als erstes hier geschickt wird. Ja. Wasser oder Retter? Ich vermute mal, Trassler ist er. Oder? Weiß ich nicht. Ja. Wieso ist das genau? Na, weil es jetzt quasi erst gefangen, also er rekrutiert wurde. Wollen wir mal in diesem Monat dann versuchen, die Chrysalia zu reinigen? Ja, nur ein Jahr, zwei Jahre. Irgendwie soll es wohl auch so eine Aktion geben, wenn man wahrscheinlich zum Ende Dezember Feuerwerk bei sich im Inventar hat. Dann machen die auf einmal so eine schöne Silvesterparty. Das ist cool. Habe ich leider noch nie gesehen, ich habe nur den Text dazu gesehen. Würde ich auf die Video machen tauschen sollen. Hat das Video halt irgendwo anders entschieden? Video. Ja. Das ist ja jetzt miteinander. Super. Da ist Video und da ist Video. Ich glaube, ich bin jetzt nicht vollständig. Ich glaube, ich habe ein starkes Video. Naja, 99 ist da eins. Ja, ich glaube, ich habe das Video. Also jetzt warte mal, aber was nehme ich denn nicht mit hier rum? Was also Vegimak würde ich da vielleicht, also es ist halt schwierig. Wenn du das Dings da angegriffen kriegst, dass das ohne dass es dein Vegimak trifft, das sind die Mobs. Andererseits, du hast auch Giftsachen dabei, von daher würde ich Vegimak eigentlich generell rauslassen, ja. Und wenn dadurch, dass die Mobs nicht rekrutiert wird, naja. Ja. Die beiden würde ich lassen. Mhm. Nur diese Wiese. Genau. So, und jetzt. Most voll. So, viel. Jo. Ja, das ist. So, was nehme ich jetzt an? Irgendwas Feuriges? Und vielleicht das gehen. Ja, das ist jetzt bei den Kritikern dafür. Wäre ja schön, wenn es noch eine andere Transportmöglichkeit gäbe. Wenn's, ja, also wenn es über Wasser führen würde, das wäre cool. Ja. So, ist die Gewinnung? Nee, ich glaube nicht. Also, die Sachen sind, bleiben ja. Ach so, das bleibt. Genau. Gut, dann greift man, würde ich sagen. Ja, okay. Not
verlassen das Königreich. Ja. Wir haben viele Pokémon vom Typ Käfer. Feuer, Flug und Gestalts-Pokémon werden wir hier die reinsten Pestizide. Auf Pflanzen und solche Pokémon sollte die Mitglieder lieber ganz verzichten. Ja! Ja! Strategie und Luftwurst!